is burning bright, shining all on me. I see the presents underneath the good old Christmas tree. And I wait all night till Santa comes to wake me from my dreams, oh, I, 'cause that's Christmas to me. I see the children play. Guck mal, Maria, da ist ein Haus. Dort klopf ich an. Ja. Komm, versuchen wir es mal. Eine Herberge, können wir hier übernachten? Ja. Hallo! Ah, hallo! Kommt rein! Ach, danke schön! Geh rein, Maria! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bin guter Hoffnung, ich erwarte neues Leben. Ich werde den Sohn Gottes gebären, den Retter der Welt. Deshalb soll ich ihn Jesus nennen. Jesus, das heißt, Gott rettet. Diesen Jesus erwarten wir immer wieder in unserem Leben, in unzähligen Situationen. Und dieser Jesus beauftragt uns. Uns alle, für ihn und seinen Rettungsauftrag, ihm nachzufolgen, weiterzuführen, was er begonnen hat. Deshalb berichtet uns Lukas auch, dass dieser Jesus als Baby auf die Welt kommt. Ein Baby, das Hilfe braucht, um das Kind zu kriegen und am Leben zu erhalten, braucht es Hilfe. Könige aus den anderen bekannten Kontinenten kamen und wollten ihn huldigen. Ja, und retten den Sohn Gottes vor der Vernichtungsmacht des machthungrigen König Herodes. Ich habe mich vorbereitet auf die Geburt. Ich habe Windeln geschneidert und eine Decke gehäkelt aus bester Schafswolle. Ich weiß, dass ich bald rund um die Uhr für das Kind sorgen muss. Ich habe mir von meiner Cousine zeigen lassen, wie das mit dem Stillen funktioniert. Und ich werde es jeden Tag segnen. Wie stellen wir uns auf die Ankunft Jesu in unserem Leben vor? Stellen wir unser Leben immer wieder auf Jesus ein? Woran merkt Jesus, dass er bei uns willkommen ist? Und woran merken andere, dass Jesus bei uns zu Hause ist? Wir leben eine Willkommenskultur. Wir nehmen unsere Kinder und Jugendlichen so an, wie sie sind und helfen ihnen, das Beste aus ihnen herauszuholen. Wir fördern sie. Dazu gehört auch, dass wir uns selbst so annehmen, wie wir sind und unsere Kollegen auch. Kommunikation auf Augenhöhe gelingt nur, wenn ich denke und andere merken, dass ich denke, ich bin okay, du bist okay. Pauline hat uns dies schon vorgelebt. Ich zeige durch das Kreuz an meiner Kette, dass ich zu Jesus gehöre und ihm helfen will, die Welt schöner und friedlicher zu machen. Dies war auch immer Paulines höchstes Streben. Ich nehme mir Zeit für Jesus, Zeit zur Besinnung, ob mein Leben ihm gefallen würde. Und ich nehme mir Zeit für die Menschen, die mich brauchen, dann, wenn sie mich brauchen. Einen Säugling kann ich auch nicht auf später vertrösten. Pauline war es auch immer wichtig, Zeit für die Menschen zu haben.
Hoffnung ist, dass unser Gott uns seinen Sohn als Erlöser geschenkt hat. Er erlöst uns von der Angst, Fehler zu machen, denn er verzeiht jedem, der etwas bereut. Er hat durch seine Auferstehung gezeigt, dass Gott die Seinen zu sich ins ewige Leben holt. Unsere Hoffnung ist, zu einem Gott zu gehören, der die Liebe ist, der uns bedingungslos liebt und beschützt, wie ein guter Vater und eine gute Mutter. Unsere Hoffnung ist unser Glaube an einen Gott, dem wir nicht egal sind, sondern der uns zum Guten führt, der das Beste zum Licht führt. Unsere Hoffnung ist, dass jeder Mitarbeiter das Licht der Weihnacht in sich spüren kann. Friede, Liebe, Glaube und Hoffnung sind Geschenke, die in uns wachsen, wenn wir unser Herz für Jesus öffnen und ihm in unserem Leben ein Zuhause geben. Meine Hoffnung hat einen Namen, der größer ist als alle Namen. Jesus, der Christus. Ist mir nah und doch fern, ist schon da und wird kommen. Lässt sich vernehmen im Wort, sich verzehren im lebendigen Brot und im Kelch des Lebens. Meine Hoffnung wandelt und prägt und weitet mein Leben. Meine Hoffnung hat noch viele Namen. Es sind Namen von Frauen und Männern und von ganz vielen Kindern, von Menschen, denen ich täglich begegne, die ihrer Hoffnung Namen gegeben wie ich. Und ich hoffe, dass auch mein Name dabei ist, als Name für ihre Hoffnung, so wie ihr Name für meine. Möge unsere gemeinsame Hoffnung uns befreien aus Enge und Ängsten, dass sie ihr und mein Leben weitet. In ihren Fächern steht in den nächsten Tagen eine kleine Überraschungstüte. In dieser Überraschungstüte finden Sie auch die Kerze als Symbol für die diesjährige Adventszeit und als Hoffnungsmacher für das Jahr 2021. Die Tüte ersetzt nicht unsere persönliche Begegnung und unsere Weihnachtsfeier. Aber sie soll eine kleine Aufmerksamkeit sein, eine Freude sein und sie soll unsere Dankbarkeit für ihre Arbeit in 2020 ausdrucken. Alles Gute. Mit dieser Hoffnung gehen wir jetzt aufs Weihnachtsfest zu und bitten Gott um seinen Segen. Für uns und für alle Menschen, die uns anvertraut sind. Und so segne uns der liebevolle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Thank you.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen nun nach diesem verrückten und herausfordernden Jahr ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein wenig von dem Licht des Friedens, von dem Licht der Liebe und von dem Licht der Hoffnung spüren können in diesen Tagen. Und ich hoffe ganz doll, dass wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam Weihnachtsmesse und Weihnachten feiern können. Alles, alles Gute und eine gute Zeit. Bis bald. Ihre Sonja Boddenberg.